Nach der besiegelten Entkriminalisierung warteten schon viele sehnlichst auf das Ergebnis der Expertenkommission von Verkehrsminister Wissing eingesetzt zum Thema THC-Grenzwerterhöhung im Straßenverkehr. Das Ergebnis daraus wurde am 28. März veröffentlicht, die Details zur Thematik in diesem Video. Um das Ergebnis direkt vorwegzunehmen, die Empfehlung der Expertenkommission sieht vor, eine Erhöhung des Grenzwerts von derzeit 1 Nanogramm der Nachweisschwellengrenze auf 3,5 Nanogramm je Milliliter Blutserum. Sicher weniger als viele von euch erwarteten, so wie auch ich persönlich. Doch bevor wir uns die Details anschauen, erstmal zu Dirk Heidenblut, was er dazu sagte. So, ein kurzes Update von meiner Seite, weil ich jetzt immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekomme. Das Ergebnis der Expertinnen und Expertenkommission liegt vor. Ja, es muss noch in eine entsprechende Gesetzesform gegossen werden. Wann das genau passiert, kann niemand sagen. Ich gehe aber davon aus, wir haben uns ja auf kurzfristig verständigt, dass das im April begonnen wird. Dann dauert so ein Verfahren ungefähr 3 Monate. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn alles den normalen Gang läuft, dass etwa in 3 Monaten das Ergebnis vorliegt und dann hoffentlich das Ganze auch zu einem Grenzwert plus ergänzenden Informationen in einem entsprechenden Gesetz wird. Ist das Gesetz zustimmungspflichtig? Also wir gehen davon aus, alleine diese Regelungen wären es nicht. Ob das Gesetz, mit dem es am Ende transportiert wird, zustimmungspflichtig ist, das entscheidet sich aber dann natürlich nach dem Gesetz insgesamt. Kann man also im Moment auch nicht so genau sagen. Möglicherweise wird es auch als sogenannter Omnibus an ein anderes Gesetz dran gehängt, weil es ja nicht so viel, was da geändert werden muss bei der Grenzwertbestimmung. Also so genau, wie das Ganze dann abläuft, kann zurzeit niemand sagen. Insofern gilt es, das abzuwarten. Sicher ist, es muss wie das Cannabisgesetz in den Bundesrat und dann schauen wir mal, was daraus wird. Es macht auch wenig Sinn, mich nach den jetzt getroffenen Höheneinschätzungen zu befragen. Das ist eine Einschätzung der Expertenkommission. Die wird jetzt nicht im Gesundheitsausschuss bewertet, weil es geht nicht um die Gesundheit an der Stelle, sondern es geht um die Verkehrstüchtigkeit, also die Verkehrssicherheit. Das müssen diejenigen, die im Verkehrsausschuss sind, bewerten. Das werden sie höchstwahrscheinlich auch. Ich will aber deutlich machen, man setzt in aller Regel keine Expertenkommission ein, um danach zu sagen, ach, schönes Ergebnis, aber wir machen was ganz anderes. Das würde ich nicht erwarten. Und noch ein letzter Punkt. Nein, es wird keine Sonderregelung für Dauerkonsumentinnen und Konsumenten geben. Das könnte ja auch niemand mehr messen und feststellen, sondern das sind dann die Regeln, die kommen. Und nein, auch für Patientinnen und Patienten wird es keine Sonderregelung geben, denn dafür gibt es ja schon eine Sonderregelung. Wenn sie entsprechend eingestellt sind und wenn das entsprechend bescheinigt ist, dann gelten ja andere Regeln. Das gilt aber auch jetzt schon. Das wird sich nicht ändern. Und insofern gilt das auch bei den dann 3,5 NG oder was auch immer dann im Gesetz umgesetzt wird. Also Sonderregelungen für Patientinnen und Patienten an der Stelle, außerhalb der Sonderregelung, die es schon gibt, wird es wohl nicht geben. Um den Wert von 3,5 Nanogramm im internationalen Vergleich mal einzuordnen, haben wir hier einen Überblick. Und zwar sehen wir dort den Wert von 2 Nanogramm als Schwellenwert festgesetzt in Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Luxemburg und Pennsylvania. Ein mittlerer Wert, der bei bis zu 6 Nanogramm im Vergleich festgehalten ist, wie zu sehen, auch in einigen Ländern verbreitet, Großbritannien, Polen, Schweiz mit Toleranzregelung, Tschechien, Nevada und Ohio als US-Staaten, Niederlande und Portugal, ja, hier dargestellt in einer Spanne von 4 bis 6 Nanogramm. Und zu guter Letzt im Vergleich noch die hohen Werte bei bis zu 18 Nanogramm. Solche Grenzwerte liegen in einigen US-Staaten vor, vor allem in den liberalisierten, die sowieso schon eine Teillegalisierung oder eben eine vollständige Legalisierung umgesetzt haben. In Kanada liegt der Wert niedriger als bei den meisten Bundesstaaten und ist mit einer Toleranzlösung zwischen 4 bis 10 Nanogramm entsprechend etwas flexibler gehandhabt. Und wie hier auf dieser Seite noch dargestellt, hat Norwegen wohl einen besonderen Wert, und zwar ähnlich wie bei den 1,2 Promillen dort national besonders geahndet, ist das dann bei THC entsprechend 18 Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Zum Wert von 3,5 Nanogramm möchte ich grundsätzlich vorweg mal sagen, er schützt immerhin die Gelegenheitskonsumenten, also Wochenendkonsum mit mindestens so, sagen wir mal, 16 Stunden, 12 bis 16 Stunden dazwischen, also eine dicke Mütze Schlaf zwischen letzten Konsum und Ding, mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Aber grundsätzlich Wochenendkonsum ist also hier geregelt und erfasst. Alles darüber hinaus, vor allem die Intensivkonsumenten, die dann täglich konsumieren und mehrmals täglich, spätestens hier wird der Wert einfach ständig überschritten. Und hier muss man sich halt Gedanken machen.
wie man jetzt in der fortgeschrittenen Situation durch diese neuen Regelungen, vor allem insbesondere am Anfang, wenn die Polizei vermutlich wie auf Ansage schon die Kontrollintervalle etwas erhöhen wird, wie man eben damit umgehen möchte. Und wie noch berichtet wurde, gab es von dieser Expertenkommission noch zwei weitere Empfehlungen. Diese sehen zum einen vor, dass der Mischkonsum unterbunden wird, indem man eine 0,0% Regelung bei THC im Blut für alle Konsumenten, die Fahranfänger sind, und pauschal bei Personen unter 22 Jahren entsprechend einführt. Eine zweite Empfehlung ist die Einführung von Speichel-Schnelltests als Vorab-Indikator. Derzeit populär und gängig sind eben Urin- und Wischtests. Als Ergänzung, die auch in anderen Ländern schon populär ist, könnte man hier in ein paar Jahren damit rechnen, ob es früher kommt, fraglich, da eben laut Berichterstattungen die Ergebnisse aus internationalen Vergleichen dazu herangezogen werden sollen. Als rechtliche Empfehlung, auch wenn ich kein Anwalt bin, stets kriegt man das zu hören, verweigert alle Schnelltests. Für Details empfehle ich auch ganz klar bei solchen Themen, geht zu jeweiligen Fachinformationen zielgerichtet in die Recherche und seid dort auf der sicheren Seite. Und was ändert sich ab dem Inkrafttreten des Cannabisgesetzes zum 1. April schon? Durch die grundsätzliche Angleichung an Alkohol fallen gewisse Risiken weg. Zum Beispiel durch Abbaustoffe oder auch nur durch bloße Aussagen zu regelmäßigem Konsum, was früher schon häufig Grund zur MPU und so weiter war. Das ist zwar kein allgemeiner Sicherheitsgarant und die Einführung der neuen Grenzwerte wird, wie Dirk Heimblut schon gesagt hat, mehrere Monate noch dauern, wenn sie auch versuchen, es schnellstmöglich umzusetzen. Also passt weiterhin gut auf euch und euren Führerschein auf im Straßenverkehr und bedenkt bei allem Frust, es ist immer ein Anfang wie bei vielen Themen im Cannabisgesetz. Verbesserung nicht ausgeschlossen. Und mit diesem Optimismus beenden wir auch das Video an dieser Stelle. Über ein Like sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Und wenn du nichts weiter verpassen willst, aktiviere auch die Glocke. Schaut auch vorbei auf bio-gardmed.de und rolling-stone.de. Bis zum nächsten Video. Ciao.